Bethesda Game Studios presents Fallout 4. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und man hat sicher schon gesehen, wir spielen Fallout 4. Ja, und als erstes starten wir natürlich bei der Charaktererstellung, oder? Stimmt's? Ja, es stimmt. Ja, und ich habe mir schon im Vorhinein überlegt, dass wir für dieses Let's Play eine Frau spielen werden. Ja, richtig gehört. Eine Frau. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns da mal die ganzen möglichen Gesichter an. Nö. Okay. Also es gibt da auf jeden Fall extrem viele Möglichkeiten. Man kann eigentlich so gut wie alles machen. Ich muss ehrlich sagen, dass mir die erste fast am besten gefällt, so mal vom Grundaussehen her. Okay, und hier können wir dann mit dem Cursor alle möglichen Bereiche des Gesichtes ansteuern. Ich würde sagen, wir beginnen mit den Haaren einfach. Nein, nicht die Stirn, mit den Haaren wollte ich, ja. Und schauen mal, was es da so für Kreation gibt. Abendfriseur, Fräulein Noch, Agent X. Keine Entschuldigung. Ja gut, Göttin der Vorstadt. Naja. Femme Fendale. Fandale, so. Oh, ja, harte Nacht. Ja gut, verrückter Morgen, skrupellos. Ja, da gibt es auf jeden Fall extrem viel Variation. Ah, das ist ja auch nice für eine Frauenfrisur. Verpflichtet. Schall und Warn. Nee, ich persönlich mag ja eher lange Haare. Ich muss da auch wieder sagen, gefällt mir die erste Version immer noch am besten. So, farbentechnisch.
Was gibt's denn da so alles? Blond, gelbbraun, fuchsig, rotbraun. Das finde ich ziemlich cool. Tiefrot, kastanienbraun, kühles Braun, braun, dunkelbraun. Ich würde sagen rotbraun, oder? Ja, machen wir mal. Den besten Friseur, wirklich. Ja, den besten Friseur. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir von oben nach unten. Muss ich schauen, dass ich da überhaupt alle Bereiche finde. Okay, jetzt haben wir die Stirn. Umfang. Einen richtigen Breitschädel machen. Das muss wirklich sagen, das Charakter erstellen ist echt gut gemacht. So, kann ich da noch die Stirn nach vorne und nach hinten? Oh. Ah, da kann man auf jeden Fall alles möglich erstellen. Ich würde sagen, wir lassen die Stirn eher weiter hinten. So. Ja, ich glaube, so genau die Feinheiten muss man jetzt nicht unbedingt machen. In dieses Gesicht habe ich mich verliebt. Okay. Dann gehen wir mal zu den Augenbrauen innen. Kann man da ein bisschen hochziehen. Ich würde sagen, so passt. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Augenbrauen außen. Ah, nö. Kann man es auch schmäler machen? Ja, ich würde sagen, so passt. In etwa. Du siehst so gut aus wie am ersten Tag. Okay, Augenlider oben. Ich bin. Ja, schaut echt bekifft aus, so ist sie. Hallo. Ja, keine Ahnung. Hat dabei die Augenbrauen. Hi. Nö. Hui. Monobrauer, nö. Ja, so passt schon. Ja, gefällt mir. Ja, ja, meine ich. Okay. Die Augen gesamt. Ich bin ein Alien. Ich bin irgendwie komisch. Ja, Alien. Ach Gott, oder. Boah, es ist gruselig. Was man da nicht alles machen kann, oder Scheiß. So, nö. Boah, jetzt muss ich schauen, dass ich das Normale wieder finde. Ja. So war's, denke ich. Umfang, Riesenaugen, Mini-Augen, ja, so. Nö. So, Umfang wieder größer. So. Rotieren kann man sie auch so nach außen oder nach innen drehen. So. Ja. Du hast wirklich die schönsten Augen, in die ich jemals geschaut habe. Naja, er ist ja auch mehr oder weniger so ein Charmeur. Okay, das finde ich ganz okay so. So, okay. Oh ja, das geht. So, die Nase. Jetzt sagen wir, machen wir so Stupsnäschen eher. Oder halt den riesen Hacken da, so Schweinsnase geht auch. Aber ne. Machen wir ein bisschen kleiner, so. So, es ist eine Schweinsnase. So mit Nasenrücken. Ja. Ja, so passt so das schon. Eine süße Nase. Da oben der Stirn. So. Okay. Was haben wir da noch? Wangen. Kinnbacken oben. Ja.
Ja, ich denke mal, das wird man im Spielen nachher nicht so extrem erkennen. Ja, da können wir das dann ein bisschen ändern. So schön wie am ersten Tag. Ah ja, bei den Augen wollte ich ja noch die Farbe ändern. Boah. Ja, lassen wir es bei Ich Blau. finde, schauen hat meine Augen. Waschen wir es bei Blau. Okay. Mund komplett. Hö. Nee. Hö. Nee. Nö. Nö. Hö. Hö. Okay, nö. Ja, Umfang. Können wir noch einen riesen Mund machen. Also ein Mini-Mund geht auch. Ich würde sagen, so passt's. Nö. Gott, was man da alles für Scheiße machen kann. Ich versuche mich ja zu beeilen, aber ich bin bei sowas echt Du hast tolle Dinge, langsam. weißt du das? Ich hoffe, es ist einigermaßen interessant. Es geht auf jeden Fall gleich los. Was haben wir da noch alles? Kinn. Mal da auch noch drehen, da nach vorne, nach hinten. Hin und her wackeln den Kack. So. Umfang. Jetzt lassen wir so. So, ja. Passt schon, finde ich. Irgendwie bei den Augen. Sieht gut aus. Hoffe ich. Okay, beim Hals, was können wir da noch machen? Ah, ein Doppelkinn. Sonst nichts, okay. Du siehst toll aus. Okay, was haben wir da noch bei Augen? Die Farbe irgendwie hellbraun. Dunkelgrau, Meergrün, Haselnussbraun, Hellblau, Grün. Ja, nehmen wir Sehen einfach das immer gut aus. standardmäßige Braun. Blau, Blau, Fail. Ich bin farbenblind auch schon mittlerweile. Es fängt an, du. Ich will doch nur mal schauen, was passiert, wenn wir die ein bisschen heller machen, weil irgendwie. Blond nicht, dunkelblond, gelbbraun. Knödel hat mir das eh schon am Wow, besten deine gefallen. Haare sehen toll aus. Irgendwie vielleicht doch einen anderen Stil. Ich bin mir da immer sehr unschlüssig, solchen Sachen. Ich würde auch, ich finde auch den sehr geil. Harte Nacht. Aber nö, so passt schon. Obwohl, vielleicht doch. Nee. Vielleicht doch so. Sehen noch immer gut aus. Oder? Nö, lass mal Rot, bei so. violett, lila, dir steht einfach alles. Ja, so sehe ich es auch. So, was haben wir da bei Extras auf X? Was haben wir da so alles? Make-up, Rouge, Lip Liner, Lipgloss, matte Lippen, Lippenstift, Eyeliner, Lidstrich, Lidstrich 2, boah, Lidstrich 4, okay, das ist dann doch. Okay. Da würde ich fast ja, nehmen Oh wir ja, den. das geht. Kann man da nur ein Make-up nehmen? Nö, glaube ich ja.
Unterer Lidschatten 1. Lidstrich unten. Oder einfach Eyeliner? Nö. Du siehst wirklich keinen Tag älter aus als zu unserer Hochzeit. So, Sommersprossen. Ich weiß nicht. Das muss nicht unbedingt sein. Makel, was gibt's da alles? Au. Da ist immer wo gegengerannt wahrscheinlich. Okay, Pickelfresse brauche ich nicht. Boah, was es da alles gibt, ne? Mundmakel. Boah. Das ist richtig uralt. Sonnenbrand, rote Nase. Was? Scheckhaut, linke Wange. Okay, das sind solche Altershautdinger da. So, Schaden. Was hatten die für einen Schaden? Okay, wow. Das finde ich sogar ganz. Au, da hat sie aber einige. erwischt. Schaden Kinn, oben am Kopf, da. Boxer, 12 Runden. Ja gut, das kann passieren, dass man danach so ausschaut. Gebrochene Nase, ouch. Dicke Lippen. Narbe, Lippenkratzer. Aber ich weiß nicht, das ist irgendwie alles too much, finde ich. So, dann haben wir noch den Körper. Kann man da noch einstellen. Muskulös, bis groß, bis dick. Bis ganz dünn. Muskulös. Ja, also muskulös muss eine Frau nicht unbedingt sein. Also ich finde, ich würde so eher die Richtung tendieren, ja. Das passt schon so. Ja, okay, ich würde sagen, mit ihr sind wir fertig. Lass mich mal kurz daran. Wir können ja ihn auch noch kurz ein bisschen bearbeiten. Ich meine, wir haben genug Zeit. Also die Folge wird so lang, bis was passiert. Okay, was können wir denn bei ihm so alles verändern? Schauen wir mal bei den Haaren. Schmalzlocke. Mhm. Schmuddel, Zottel, Rebell, Vollzeitjob, Professor, Space Forces. Okay, schaue ich einfach mal durch. Die ist ja nice, die Frisur hatte mein Lehrer. Okay, also. Der Gammler ist aber auch geil. Kolonialist. Schmalzlocke. Ich nehme einfach mal die Schmalzlocke. Die Frisur steht mir wirklich gut. Sicher? Okay, da kann man auch wieder die Stirn und alles ändern. Ich glaube, so detailreich machen wir ihn jetzt nicht mehr. Ich wollte einfach nur schauen, was es so alles gibt. So. Bart kann man auch bei ihm machen. Cooler Typ. Oh, Gentleman. Mannsbild. Abtrünniger Mephisto. Finde ich, schaut bei ihm gar nicht so schlecht aus. Schicker Schurke. Das finde ich passt sehr gut zu der Frisur. Okay, bei ihm können wir jetzt auch die Ohren machen. So, die Nase, so. Also auf jeden Fall hat man bei der Charakterstellung jegliche Freiheiten. Was hat er so bei Schaden, Makel? Okay, eh die gleichen Sachen. Würde ich sagen. Machen wir bei ihm so einen dezenten Kratzer durchs Face. So ein. Ja. Schlecht. Okay, irgendwie ist das jetzt weg. Aber die Sachen sind angekreuzt da. Oder halt ausgewählt. Annehmen. Okay. Oh, ziemlich kräftig. Irgendwie verschwindet das da. Okay, da haben wir die Male nochmal. Makel und so. Ja.
Auf jeden Fall würde ich sagen, lassen wir sie. Und ohne viel rumzulaufen, genau, ohne viel rumzumachen jetzt weiter, würde ich mal sagen, wir gehen auf erledigt. Und starten das Ganze. Ja, okay. Ja, ich hoffe, dass von der Lautstärke her passt alles. Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Okay, hier können wir die Perspektive ändern. Das ist jetzt unsere Lady. Sie hat zwar noch keinen Namen, aber mit ihr werden wir spielen. Das ist unser Ehemann, der Nate. Okay, da kann man die Perspektiven switchen. Und ich gehe nochmal ganz kurz in die Optionen. Schau wegen Einstellung bei Audio. Kann man ja noch bisschen rauf, glaube ich, mit der Dings. Morgen. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung gerade reingekommen. Sehr cool. Ja, was ich sagen wollte, ist, man kann den Ton auf jeden Fall noch ein bisschen lauter machen. Nuka-Cola aktivieren. Nuka-Cola. Eiskalt. Eiskalt Nuka-Cola. Die Form ist auch geil. Oh, die Milch wurde geliefert. Die Milch wurde geliefert. So, Codsworth, was liegt denn dir so am Herzen? Hey, Codsworth. Genießen Sie Ihren Kaffee, Mann. Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Wir waren anfangs zwar etwas nervös, aber jetzt bin ich froh, dass wir Codsworth haben. Okay, ja, ich nehme mal seinen Tipp an und trinke den Kaffee. Lecker. Ja, wir schauen uns auf jeden Fall noch in dem Haus hier um. Okay, da haben wir das Bad, da waren wir vorher schon. Haben wir hier irgendwas? Nö. Abraxo, wenn es richtig sauber werden soll. Ja, ich meine, sauberer ist in meinem Zimmer. Was haben wir da noch? Trockner. Das soll Codsworth erledigen. Die lassen alles den Roboter machen, echt? Faule Säcke. Da. Ah, okay, da ist das Schlafzimmer. Das ist wieder dieser Vertreter. Warum lässt er uns nicht einfach in Ruhe? Okay, der Vertreter ist da. Können wir den von da irgendwo. Da parkt auf jeden Fall jemand vor unserem Haus. Dum-dum-dum-dum. Wir sollten die Urlaubsbilder endlich mal entwickeln lassen. Ja, so geht's mir auch immer. Oh, jetzt lassen wir auf jeden Fall an, den Radio. Er ist hartnäckig, das muss man ihm lassen. Okay, man kann auf jeden Fall mit allem interagieren, was sehr geil ist. Okay, da haben wir noch was. Oh, hi, Codsworth. Codsworth? Fassen Sie die Wäsche nicht an. Ich kümmere mich darum. Ah, ich hätte auch gern so einen Roboter. Kannst du das auch bei mir im Zimmer machen? Oh, schade. Okay, dann nicht. Der Sean. Mit dem spielen wir mal. Guli, guli, sogar das Jammern haben sie bei ihm einprogrammiert. Your special. Du bist special aktivieren. Was Sean wohl machen wird, wenn er erwachsen ist? Er wird auf jeden Fall sehr special. Ja, wegen den Special-Sachen habe ich mir auch schon ein paar Gedanken gemacht. Sobald wir dazu kommen. Das Spiel ist ja relativ. Also ich. Ja, passt schon. Das Spiel ist ja erst vor kurzem erschienen. Ich glaube, gestern. Ich weiß es gar nicht. Ja, und ich habe zwar schon gespielt, einiges, aber es ist fast so gut wie neu für mich. Also ich kenne fast noch nichts. Da es erst vor kurzem rausgekommen ist. Ja, und wir reden mal mit dem Nate. Schatz, machst du die Tür auf? Wenn ich aufmache, fragt er bestimmt wieder nur nach dir. Okay. Jetzt will ich wissen, wer zuerst aufgibt. Wir oder er? Okay, was läuft denn so im Fernsehen? Nix, Scheiß, okay. Ich hoffe, die Haare sich bewegen, sehr geil, ist mir gerade aufgefallen. Du, 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 du. Du, 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 du.
Musik auf jeden Fall sehr geil. Jazzig. Noch etwas früh, um mit dem Trinken anzufangen. Ach, es kann nie zu früh sein zum Trinken. Nö, was? Aber irgendwie muss ich sagen, sehr, also der Stil 2077 wird auf jeden Fall schon cool, aber irgendwie gewöhnungsbedürftig. Also ich weiß nicht. Irgendwie schaut's älter aus, also schaut's mehr aus wie in den 60ern als 2077. Aber wer weiß. Wie es in 50 Jahren ausschaut. Das muss man ihm lassen. Okay, ein bisschen mehr als 50. 60. Okay. Wer ist denn der nette Herr, der was uns belästigt? Ich würde sagen, lassen wir doch mal rein. Guten Morgen, ich komme von Vortec. Von Vortec? Was ist ein Vortec? Vortec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Ma'am, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so, Vortec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker, kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Ja, hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Okay. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Ja, also irgendwie, sehr suspekt wirkt der Typ auf jeden Fall mit einer möglichen totalen nuklearen Vernichtung. Also wir konnten auf sowas. Was würde das jemals passieren? Die Apokalypse? Da bin ich dabei. Auf jeden Fall. Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Ja, und da haben wir unsere 21 Punkte. Und den Namen legen wir fest, das machen wir mal zuerst. Oh, da muss ich jetzt die Tastatur hernehmen. So, einen Moment. Ja, Name mache ich, halte ich einfach ganz flach am Boden. Mrs. Pinkur. Einfach um den Kanal auch zu erwähnen. Okay, wir haben 21 Punkte und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keine Ahnung. Möglichkeiten, unsere Stärken einzuteilen. Und ja, ich würde sagen, also was auf jeden Fall relativ wichtig sein wird, ist für meine Wenigkeit, weil ich bin jetzt auch nicht so der Shooter-Gott, ich werde auf jeden Fall etwas Beweglichkeit benötigen. Charisma kann auf jeden Fall auch nicht schaden, Ausdauer brauchen wir auch sicher, Wahrnehmung ist sehr gut, Stärke so und so. Intelligenz werden wir auch brauchen, so ganz dumm, und Glück auch, okay. Dann haben wir alles einmal aufgewertet. Beweglichkeit, Ausdauer, Wahrnehmung und Stärke sind so mal meine eher bevorzugten Richtungen. Gerade Beweglichkeit und Ausdauer finde ich äußerst wichtig. Wahrnehmung auch, Stärke, da wir eine Frau spielen, muss jetzt auch nicht so sein, dass sie eben aufs Maul gibt. Also mir wird es auf jeden Fall Angst machen, aber Charisma sollte man auch nicht vergessen. So blöd sollte man auch nicht sein. Ein bisschen Glück kann nie schaden. Dann werden wir noch einmal die Ausdauer und Wahrnehmung erhöhen. Und das Charisma. Und ganz dumm sollte man auch nicht sein, wenn man jetzt nicht so der Draufhau-Typ ist. Deshalb würde ich dann auch noch Intelligenz dazu nehmen. So, ich denke mal, das können wir so lassen. Es ist eh relativ ausgeglichen. Wir sind zwar etwas schwächer, so, beim Draufhauen, dafür haben wir eine sehr gute Wahrnehmung. Die Ausdauer ist auch ziemlich gut, das heißt, wir sind fit.
Charisma, wir sind ziemlich nett und gescheit und beweglich. Dafür haben wir eher weniger Glück im Leben. Ist die Frage, ob man eher auf Intelligenz oder Glück geht. Okay, da levelt man schneller. Was ich dann doch irgendwie bevorzugen würde, dem Glück. Allerdings haben wir eh ein bisschen Glück, von dem her kann es nie schaden. Ja, ich würde sagen, das kann man so lassen für den Anfang. Ich würde sagen, ja, dann nehmen wir mal an. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Board. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Ja, der Typ wirkt da zum Glück überhaupt nicht suspekt, das würde gleich was passieren. Aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese mütterlichen Zuwendungen, die sie so gut beherrschen. Okay. Geh nur, Schatz. Ich helfe dir gleich, okay? Okay, dann kommen wir mal schauen. Okay. Sean. Jetzt schauen wir mal nach dir. So. Geht's mit dir, Sean? Mein Junge macht seiner Mutter doch keine Probleme, oder? Ich habe das Mobile über seiner Wiege letztens repariert. Warum probierst du es nicht mal aus? Raumschiffe! Das ist mein Junge. Er nimmt sich immer wie sein Vater. Naja, meistens jedenfalls. Nach dem Frühstück können wir noch ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Ja, Park gehen? Why not? Gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Okay, what's the problem? Gefolgt von... Ja, gefolgt von Blitzen. Grellen Blitzen. Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Oh, wir haben... Es kommen... Bestätigte Berichte, ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh. Mein Gott. Wir müssen zum Board. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Holy shit. Okay, jetzt geht's los. Einwohner von Sanctuary Health. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Board 111. Okay. Wir sind zum Glück registriert. Oh je, jetzt geht's los, Freunde. Ich wechsle mal die Ansicht. Obwohl, nö, so ist doch cooler. Okay, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Oh. Im Programm, dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Ja, nach Hause, gute Idee. Wir müssen reiten. Wir stehen auf der Liste. Kind, wir sind nicht im Wohnprogramm. Männlicher Erwachsener. Oh Gott, weiblicher wir werden Erwachsener. Sterben. Okay, danke. Weiter. Viel Glück, Sir. Möge Gott. Ach Gott sei Dank. Oh, die sind ja nett. Also ich glaube, mit denen würde ich mich nicht anlegen. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Holy shit. Okay. Alarmbereitschaft, irgendwer schießt auf uns. Mit Atombomben, zumindest auf die US&A. Ich glaube, der Täter ist unbekannt, noch. Ja, und ich würde sagen, wir sollten nicht so viel herumtrödeln. Sieht so schön aus. Der Wald, die Blätter, die schönen Farben. Aber unser Leben... Unser Überleben ist wichtig. Fast geschafft. Ist John okay? Es geht ihm gut. Wir schaffen das. Walter 101. Holy shit. Festhalten! Geht das nicht schneller? Eieiei. Boah. Ich hoffe, man hört den Controller nicht. Der geht gerade übelst ab.
Boah, gerade noch mal so davon gekommen jetzt. Huiuiui. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und nein, wir wären alle... Nein, denken Sie nur daran. Ja, gerade noch so mit dem Leben davongekommen. Und ob das so bleibt, sehen wir, denke ich, im nächsten Part von Fallout 4. Ich hoffe, bis dahin gefällt euch das Let's Play. Also das Spiel auf jeden Fall, es ist ja echt arschgeil. Also, da kann man, glaube ich, nicht viel sagen dazu. Ich würde sagen, bis dahin geht's ab in den Endscreen. Ciao. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Oh, and I'm the type of guy who will never settle down. Where pretty girls are, well, you know that I'm around. 'Cause I'm a wanderer.